an die von der Leyens, an die Friedrich Merz, an die Kiesewetters und Strack-Zimmermann. Schickt eure Kinder an die Ostfront. Wir schicken unsere Kinder nicht in den Krieg. Wir werden niemals ein Verbot einer anderen Partei fordern oder verlangen. Seit 2015. 350.000 Menschen kommen pro Jahr hier nach Deutschland. Freiburg hat eine Stadt, eine Größe von 220.000 Einwohnern, damit man mal sieht, welche Größenordnung hierher kommen. Und wir sagen ganz klar, für diejenigen, die kein Bleiberecht haben, die hier den Asylantrag abgelehnt bekommen haben, dass es sofort zurückgehen muss, dass man sie ausweisen muss, das ist soziale Politik und das ist gerecht. Aber es kann nicht sein, dass wir die Ukraine als 17. Bundesland behandeln. Das wollen wir nicht, wenn man allein die Kosten sieht, die hier aufgebracht werden. Tino Chrupalla sowie die gesamte AfD-Fraktion streben nach Frieden. Frieden für die Bundesrepublik Deutschland. Wir, das Volk und unsere Kinder stehen an erster Stelle. Und das soll auch immer so bleiben. Ich habe das Ereignis in Heilbronn für dich zusammengefasst mit den wichtigsten Kernaussagen aus fast 2 Stunden. Viel Vergnügen. Das ist die letzte Generation und die Omas gegen rechts. Und liebe Freunde, wir sind eine Partei, die Geduld hat. Wir warten es einfach ab. Auch das ist ein klares Signal. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, diese Parteien, die auch aktuell, und das lesen Sie ja teilweise, uns von der politischen Bildfläche verschwinden lassen wollen, die uns verbieten lassen wollen, jeden Tag durch die Presse gejagt, bis man das als ganz normales Wording wahrnimmt. Das sind die Grünen, das ist die SPD und auch Teile der FDP. Jetzt nehme ich mal die Umfragewerte dieser Parteien, der Regierungsparteien, SPD, Grüne und der FDP, aktuell aus Sachsen. Und dann können Sie sich selbst überlegen, was diese Parteien betrifft. Die Grünen sind aktuell in Sachsen bei 5%. Die SPD ist bei 6%. Die Kanzlerpartei. Und die FDP, Frau Strack-Zimmermann, die Partei, die niemand braucht, die FDP formiert mittlerweile unter Sonstiges mit 2%. Und deshalb sage ich Ihnen, wir werden niemals ein Verbot einer anderen Partei fordern oder verlangen. Wir warten einfach ab. Ganz einfach. Ja, und was erleben wir aktuell im Bundestag? Wir haben unsere Vorredner gehört aus Brüssel, aus Berlin, was Alice erzählt hat. Ich möchte auf einige Punkte eingehen, auch was Alice Weidel in ihrer letzten Rede im Bundestag so schön hervorgebracht hat und wofür sie im Übrigen gerügt wurde von der Bundestagsvizepräsidentin Frau Göring-Eckardt. Diese Kriegstreiberei, die uns umtreibt, die mich umtreibt, die wir mittlerweile in jedem Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehen, von wirklich immer mehr Personen dieser Regierungspartei, aber vor allem auch von der CDU. Wenn ich Herrn Pistorius von der SPD höre, der die Bundeswehr in 5 bis 8 Jahren kriegsreif machen möchte, die FDP spricht davon, eine Kriegswirtschaft mit Vorrang für Waffenproduktion in Deutschland zu errichten. Was heißt das eigentlich, Kriegswirtschaft? Das ist mittlerweile wichtiger als die Wertschöpfung des Mittelstandes, des Handwerks durch die Bürger. Der Gesundheitsminister will das Gesundheitswesen auf Krieg umstellen. Herr Lauterbach sagt, ich zitiere, im Kriegsfall muss jeder Arzt wissen, was zu tun ist. Herr Lauterbach, es wäre schon schön, wenn jeder Arzt weiß, was jetzt zu tun ist, wenn ein Patient käme und kommt und nicht erst im Kriegsfall. Das gleiche Ideologische, was Frau Watzinger, die Kriegspropagandistin in unseren Schulen und Kindergärten fordert, dass man Kriegspropaganda in die Schulen tragen müsse. Frau Baerbock von den Grünen möchte Taurus Waffenlieferungen an die Ukraine richten und schicken, die noch weitreichender in das Gebiet Russlands hineinreichen. Der Parteifreund Robert Habeck möchte diese Kriegsrhetorik mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland weiter fortsetzen. Jetzt will er auch noch, zitiere, dass der Krieg in einen Landkrieg, dass Deutschland sich in einen Landkrieg vorbereiten müsse. Das ist wirklich mittlerweile die übelste Kriegsrhetorik. Und da sagen wir als AfD, nein, das wollen wir nicht. Und ich sage ja auch,
Wenn man diese Kriegsrhetorik sieht, wo ihnen wirklich alles den Rücken runterläuft, was es noch auf dem Rücken gibt, der kalte Schweiß, angefangen von diesen Politikern, von Strack-Zimmermann, von Kiesewetter, wo man sich wirklich fragt, wie geschichtsvergessen muss man eigentlich sein. Und deshalb die Aufforderung an genau diese Personen, die das fordern, an die von der Leyen, an die Friedrich Merz, an die Kiesewetters und Strack-Zimmermann: Schickt eure Kinder an die Ostfront. Wir schicken unsere Kinder nicht in den Krieg. Und mittlerweile sind es diejenigen, die für Frieden und Völkerverständigung eintreten, dass das diejenigen sind, die bekämpft werden. Das muss man sich im Jahr 2024 einfach mal vorstellen. Und wir sagen ganz klar als AfD, ja, wir verurteilen diesen Krieg von Russland gegen die Ukraine. Auch die humanitären Hilfen sind angebracht. Aber es kann nicht sein, dass wir die Ukraine als 17. Bundesland behandeln. Das wollen wir nicht, wenn man allein die Kosten sieht, die hier aufgebracht werden. Und genau diese Gelder, 6 Milliarden Euro Bürgergeld pro Jahr für 1 Million Ukrainer, die noch nie hier in dieses Sozialsystem eingezahlt haben, 22 Milliarden Euro Militärhilfen seit Kriegsbeginn, 19 Milliarden zusätzlich über EU-Hilfen. Das sind alles Ausgaben, die der deutsche Staat, die wir als Steuerzahler leisten müssen. Das Geld brauchen unsere Kinder, brauchen unsere Jugendlichen, brauchen unsere Alten. Das muss in Deutschland bleiben für die Steuerzahler in Deutschland. Und wenn man sich anschaut, wir haben heute von Bildung gesprochen, die Bildungsmisere, wenn man von Fachkräften redet, die uns seit 2015 versprochen werden, wo sind sie seit 2015? 350.000 Menschen kommen pro Jahr hier nach Deutschland. Freiburg hat eine Stadt, eine Größe von 220.000 Einwohnern, damit man mal sieht, welche Größenordnungen hierher kommen. Und wir sagen ganz klar, für diejenigen, die kein Bleiberecht haben, die hier den Asylantrag abgelehnt bekommen haben, dass es sofort zurückgehen muss, dass man sie ausweisen muss, das ist soziale Politik und das ist gerecht. Und damit man genau diese Gelder hat für die Jugendlichen, für die Kinder, wenn wir alleine sehen im Bildungssektor, 60.000 Kinder verlassen jedes Jahr die Schule ohne Schulabschluss. In der Altersgehorte der 20- bis 34-Jährigen 2,5 Millionen junge Deutsche, die keinen Berufsabschluss haben. 2,5 Millionen. Die sollen unsere Rente verdienen. Wie soll das funktionieren? Für die muss man sich einsetzen, fordern und fördern. Das ist unsere Maßgabe, für diese Leute auch Perspektiven zu bilden, damit eben nicht ein Großteil von denen bei den Grünen im Bundestag sitzt. Und das sind genau die Taugenichts im Bundestag. Die Parteivorsitzende sind der Grünen. Nichts gelernt, kein Abschluss. Die Ihnen, die euch, den Handwerksmeister, die dem Mittelständler, dem Lehrer, dem Polizisten, dem Angestellten erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben, wie sie heizen sollen, was sie essen sollen, welches Auto sie fahren. Das ist das Unverschämte. Von solchen Leuten lassen wir uns nichts sagen, liebe Freunde. Während in Amerika ein Hurrikan viele Opfer fordert und die Bevölkerung auf Hilfe angewiesen ist, ist angeblich kein Geld seitens der Regierung da. Denn es ist wichtiger, der Ukraine und Israel zu helfen. Diese Szenen kommen mir ganz bekannt vor. Während die Jugend in maroden Schulen unterrichtet wird, Rentner in Mülltonnen wühlen müssen oder in Dresden die Brücke zusammenstürzt und die Bauern keine Hilfe bekommen, während im Ahrtal kein Geld fließt, gibt es für unsere Freunde in der Ukraine und in Israel genügend Geld. Die Friedensverhandlungen kommen ebenfalls nicht ganz voran, doch Tino hat mit dieser Rede klargestellt, dass die Ampelregierung seine Söhne nicht bekommen wird, vor allem nicht nach all den Versuchen, die AfD zu verbieten. Herr Merz, Herr Wanderwitz und die CDU tun sich keinen Gefallen mit einem Verbot der AfD. Die verlorenen AfD-Wähler würden die CDU niemals wählen. Und Frau Wagenknecht ist eine clevere Strategin. Erstens, sie ist nur gegen ein AfD-Verbot, weil sie weiterdenkt. Denn wenn der Antrag wirklich genehmigt wird, dann gewinnt sie 20% bundesweit der AfDler, weil sie damals sich gegen ein Verbot ausgesprochen hat. Durch diese Strategie erhofft sie sich mehr Wählerstimmen. Zweitens, wenn die AfD verboten wird und die Altparteien merken, wie einfach es ist, wird das BSW folgen und ebenfalls verboten, weil sie zu gefährlich geworden ist. Wie gesagt, das ist nur meine Theorie. Wie siehst du das? Die AfD ist aktuell auf 19% und die Partei, die in Deutschland nach der Union mit 31% am beliebtesten ist.
Und bis zu den Bundestagswahlen wird sich noch so einiges verändern. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Video.